Hallo, liebe Heulsusen-Anarchisten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mag ja diese Anarchisten nicht, die eigentlich reine Träumer sind. Also diese, natürlich, Theorie ist wichtig. Es ist vielleicht auch wichtig, sich damit theoretisch auseinanderzusetzen. Aber gerade in der Anarchie, da bedeutet Theorie gar nichts. Und sie sollten einfach mal in die Praxis übergehen. Und was da natürlich besonders lächerlich ist, wo sich Anarchisten besonders lächerlich meiner Meinung nach machen, wenn sie rumheulen, dass wir heute Demokratie etc. etc. Dingsbums haben, dass wir heute einen Staat haben, wenn sie darüber rumheulen, ja gut, Anarchismus heißt doch, dass ihr einfach den Staat nicht anerkennt. Es ist doch eigentlich nur eine Kopfsache. Ihr erkennt den Staat nicht an und jetzt müsst ihr versuchen, danach zu leben. Es ist vielleicht schon in euren Herzen und Köpfen drinne, aber ihr müsst dafür sorgen, dass es euch in Muskeln und Knochen übergeht, weil solange ihr nicht danach handelt, seid ihr doch eigentlich keine Anarchisten, sondern nichts weiter als Heulsusen, die darüber rumheulen, dass es den Staat gibt und dass der Staat ihnen so viel versaut angeblich. Ich meine, was wollen diese Anarchisten tun und wie soll eine Anarchie mit solchen Anarchisten überhaupt möglich sein, die es nicht einmal schaffen, den Staat zu missachten, wenn er da ist. Ich meine, alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich zu sagen, dass ihr den Staat ab heute nicht mehr anerkennt und dann danach leben. Keine Steuern mehr zahlen, dies nicht machen, das nicht machen, nicht auf die Polizei hören, etc. etc. Einfach anfangen, das umzusetzen, anstatt immer nur darüber zu reden und rumzuheulen. Weil ich stell mir das jetzt schon so schön vor, wenn wir dann eine Anarchie haben und dann kommt es dazu, dass sich einer als Diktator aufführen möchte. Diese ganzen Heulsusen-Anarchisten, die werden dafür sorgen, dass eine Diktatur möglich ist. Das sind für mich keine Anarchisten, das sind für mich dumme, kleine, bölkende Schafe. Heulsusen eben. Wie gesagt, und darum habe ich für mich erkannt, dass für mich der Anarchismus zu utopisch ist. Ich traue mir das nicht zu, ja? Bin ich ganz ehrlich. Und dann möchte ich lieber noch den Staat haben. Es kann sein, dass es irgendwann mal anders ist, aber dann würde ich auf keinen Fall irgendwann wieder dazu übergehen, hier so rumzuheulen die ganze Zeit und der Staat muss weg, damit es mir besser geht. Nein, dann würde ich den Staat nicht mehr anerkennen und dann würde der Staat in meinem Kopf nicht mehr existieren und das wäre alles und ab dem Moment gäbe es den Staat nicht mehr. Das wäre für mich auch ein richtiger Anarchist, ein echter Anarchist und nicht diese ganzen weichgewaschenen Heulsusen, die wir da haben und ja, die sich heute gegen den Staat auflehnen, indem sie sagen, ich möchte keine Steuern zahlen und ein bisschen vor der Kamera rumheulen. Das sind für mich keine Anarchisten.